Hallo, ich grüße euch. Ja, ich bin für mich so ein bisschen am Aufräumen. Achtung, Tierkörper. Hier, da, Pfote. Na, Lucy. Ja, ich hatte komplett vergessen, dass ich mir die hier mal bestellt habe. Sammelhüllen. Und zwar zweigeteilt und einmal viergeteilt von Ideen mit Herz. Ich mache die jetzt mal auf. Vorsicht, knister, knister. Fragt sich, was schlimmer ist, das Janken vom Hund oder das Knistern der Folie. Die sind so, ne? Hier kann man reinfassen, also vier Taschen. Und dann haben wir die zweigeteilten. Und wo sind sie denn offen? Gar nicht. Doch. Moment. Also klar, einmal hier oben, ne? Und hier. So. Und die hatte ich mir mal bestellt. Ihr habt in einem meiner letzten Videos gesehen, dass ich ja diese Alben hier habe, diese Sammelalben, wo ich ja immer in Vorproduktion gehe. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir einiges bestellt. Unter anderem auch die hier gut weggepackt, nicht mehr gefunden und auch nicht mehr dran gedacht. Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich mir doch meine Stempel erstmal einsortieren. Ich habe nämlich auch noch einen Ordner. Haha. Ich glaube, den hat sich meine Tochter mal gekauft. Im Teddy. Ich guck mal. Ja, 2,50 Teddy. Und da können wir doch ein bisschen was einsortieren. Ich weiß nicht, ob die Idee so, also ob die gut ist oder auch nicht. Wir schauen mal. Ich habe hier nämlich ein paar Stempel. Wir gucken mal. Also es geht jetzt nicht, was für Stempel, wie und wo, sondern einfach, dass ich die hier so einsortiere. Okay, das wäre jetzt ein bisschen zu lang, aber es ist ja egal. Es ist total egal. Hier habe ich so ein Einhorn. Da müsste ich auch die passenden Stanzen noch zu haben. Ich verwahre ja in den seltensten Fällen die Originalverpackung. Das ist wirklich seltenst. Und ich glaube, da werde ich jetzt mal meine Stempel ein bisschen einsortieren. So, Knisterfolie mal weg. Weil ich habe hier schon ein Körbchen mit Sachen, die ich so, ja, gefunden habe. Ja, das sind alles die neuen aus dem Action. Hier fehlt komplett die Abdeckung. Ist egal, kommt hier rein. Da kann ich nämlich durchblättern. Und dann werde ich auch irgendwann mal nach Sorten sortieren. Erst jetzt mal schauen, was ich habe. Das waren ja die aus dem Teddy. Das ist zum Beispiel Weihnachten. Aber das kommt später. Erst mal gucken, was habe ich. Ich wollte ja erst hier das hier machen mit den Taschen, mit den Laminiertaschen. Das Video kann ich euch mal verlinken. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich die hier gefunden habe und fand das richtig cool. Die sind auch recht stabil. Die sind von Ideen mit Herz. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben. Ich denke, dass die noch bestellbar sind. Ich weiß es nicht. Es ist etwas länger her. So, nein, das ist nicht. So, ich gucke mal, wo ich noch Stempel habe und dann schalte ich euch wieder dazu. So, das war schon eine Deklatterkiste. Die haben wir schon durchgeschaut. Das ist nämlich das X dran. Und hier sind auch ganz viele Clear Stamps. Und da können wir die auch hier mal reintun. Ja, ich weiß, der eine oder andere sagt, könnte man direkt sortieren. Nein, ich will es erstmal unterbringen und gucken, ob das was für mich ist, bevor ich mir jetzt den großen Aufwand mache. Und vor allem kann ich später dann auch mal noch sehen. Ich muss sie ja dann nochmal durchsichten. Das ist ein kleines. Das sind auch kleine. Die können woanders rein. Ne? Was ich behalte, was ich aussortiere. Das passt so. Einmal knicken. Das ist noch neu.
nächste. Ja, finde ich total cool. Weiß ich gar nicht, warum ich das quasi verdrängt habe, dass ich die hier habe. Das könnte auch bei den, zu den Kleinen passen. Was Großes. Nächste. Und schon habe ich Ordnung in meinem Stempelchaos. Kleines hier noch Stempel aus dem Action, noch nicht gebraucht. Kann auch sein, ich habe einige doppelt. Die werden natürlich dann auch aussortiert. Schwupps, fällt mein Körbchen runter. Also das sind 50, waren glaube ich da drin. Ich guck mal gerade, wo habe ich 150? Ja, 50 Sammelhüllen. Also kriege ich 100 Stempel unter, ne, weil immer zwei Fächer. Wir haben auch Weihnachten. Ja, ich hätte grob natürlich, ne, jetzt habe ich schon ein paar Weihnachtsstempel. Ist egal. Es geht mir jetzt erstmal darum, dass ich Clear Stamps zu Clear Stamps und Holzstempel zu Holzstempel sortiere. Das ist erstmal meine erste Priorität. Und da werde ich mir dann... ja, wie heißen diese Teile? Ich weiß gerade nicht. Ihr kommt bestimmt drauf. Ne, wo man sich das trennen kann. Wo dann steht Weihnachten, Blumen, Bordüren oder. Gucken, ob ich mir die aus Restepapier selbst mache. Oder ob ich mir die kaufe. Die sind ja nicht so teuer. Gleich ist der Ordner hier schon voll. Ne? Aber ich habe noch einen zweiten. Der hier liegt und wartet auf Einsatz. Ich will jetzt mal gucken, ob, weil das ist ja recht klein, ob die in diese kleinen Hüllen passen. Die mache ich nämlich jetzt mal auf. Ups. Passen da gut rein. Hier haben wir auch Weihnachten. Und die kann man ja mischen. Die schönen Waldtiere aus dem Action. So, noch eine kleine. Ja, dann habe ich gleich hier nur noch Holzstempel drin. Und ja, mega. Finde ich total cool. Ups. So, die kommen extra. Die haben wir auch noch ganz kleine. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ich glaube, das war mal In Love Art Shop. Das passt hier nicht so rein. Ja, und hier habe ich nur noch Holzstempel drin. Cool. Finde ich richtig gut. Und der Ordner ist gleich schon voll. Nehmen wir noch eine große. Ich glaube, dass ich da auch noch Nachschub von brauche. Ne, muss ich mal schauen. Also schreibt es mir bitte, wenn Ideen mit Herz nochmal versandkostenfrei oder so irgendwas hat. Dann werde ich nochmal bestellen. Auf jeden Fall die großen. So. Klein, ob die Kleinen da drin bleiben werden, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Und ich werde mir auf jeden Fall auch einen Ordner machen, Stanzen und Stempel zusammen. Ne?
So, da passt natürlich auch noch ein bisschen mehr, würde noch ein bisschen mehr reinpassen, aber ich will die nicht zu voll machen, da mache ich lieber noch einen Ordner. Ja, erster Ordner fertig, schnelle Nummer, ich finde die Dinger cool. Wie gesagt, wenn man hier diese Trennstreifen heißen sie, ne? Dass das hier so rausguckt, was drin ist, dann ein Schwupps, da kann ich dann wühlen, Bordüren, Sprüche, Weihnachten, Ostern, aber dafür muss ich die ja erstmal alle einsortieren. Ich finde die Dinger mega. Wenn ich die finde, werde ich die euch verlinken in der Infobox. Wie gesagt, ich kriege ja immer sowas nicht mit, wenn Ideen mit Herz wieder versandkostenfrei das hat oder so. Gebt mal laut, schreibt mir eine Nachricht, weil ich würde mir definitiv davon nochmal welche bestellen, weil da kriegt man natürlich auch andere Sachen unter. Ich will mal gerade gucken, ob die Slimline... Nee. Da müsste man die... Wenn wir jetzt stanzen da... Oh, das ist aber knapp. Ich teste es mal für euch. Doch, würde reinpassen. So, halt ohne Verpackung. Okay. Müsste man mal schauen. Man könnte also auch Stanzen unterbringen, obwohl das wiederum mit der Zeit natürlich auch sehr schwer würde. Aber man könnte natürlich, hier bin ich in Vorproduktion gegangen mit diesen Slimline-Sachen. Das mache ich immer gerne. Da könnte man sich sowas auch aufbewahren und kann dann aus einem Vorrat schöpfen. Ne? Dafür bin ich ja immer, sich da ein bisschen Vorrat, und dann muss man nicht alles rausholen, wenn man irgendwas basteln will. Ja, das ist die Aufbewahrung. Ich finde es cool. Die sind auch sehr wertig. Die sind sehr dick. Ich finde die richtig cool, und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr von der Aufbewahrung haltet. Ich finde es mega, und ja, wir versuchen ja immer alles zu optimieren. Ob das dann das Optimale ist, werde ich dann bei Gebrauch sehen. Und ja, freue mich, dass ich die wiedergefunden habe. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.